Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5, mal wieder mit einem brandneuen Fahrzeug, nämlich der Porsche Nummer 70, Porsche Motorsport 935. Diesen Mal werde ich euch heute präsentieren. Wir werden ihn natürlich über die Teststrecke fahren und uns das Tuning auch ein bisschen genauer angucken. Und das hier ist schon ein sehr, sehr besonderes Aggregat. Wie man wahrscheinlich auch relativ direkt erkennt, hat man es hier mit der Straßenzulassung nicht so ganz ernst genommen. Und ja, wir haben hier jetzt wirklich einen reinen Track-Porsche basierend auf dem GT2 RS im Spiel, der auf mehreren Ebenen doch ein sehr besonderes Aggregat ist. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, euch diesen Wagen hier heute mal ein bisschen vorstellen zu können. Es ist, wie gesagt, rundum ein sehr brutales Fahrzeug. Wir können auch mal ein bisschen unter die Haube gucken und im Endeffekt nicht viel sehen. Außer, dass GT2S draufsteht, weil im Endeffekt GT2S drin ist, so einem großen Teil. Vorne kann man, glaube ich, auch ja, hier mal ein bisschen öffnen. Sehen da allerdings natürlich nicht allzu viel. Es ist optisch schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Muss ich an der Stelle mal ganz klar sagen, setzt uns rein in den 935 und sehen dann ein Racing-Interieur eben. Wer hätte es gedacht bei so einem Exterieur, dass wir im Interieur jetzt nicht unbedingt eine Vollleder-Ausstattung und Klimaanlage haben. Das ist ja echt ein absolutes Wunder. Nee, sieht auf jeden Fall innen auch sehr, sehr geil aus. Ich würde sagen, wir starten ihn einfach mal. Klingt auch nicht schlecht auf jeden Fall, auch wenn er für meinen Geschmack ein bisschen brutaler nochmal klingen könnte, definitiv. Wir fahren ein paar Meterchen hier mit dem 935. Beziehungsweise, bevor ich das mache, erstmal ganz kurz, wie man ihn denn bekommen kann. Das ist relativ simpel eigentlich. 20 Punkte in der Playlist aktuell im Herbst. Dort könnt ihr euch diesen Wagen dann in die Garage stellen. So, was haben wir hier denn? Wir haben den Porsche Nummer 70, Porsche Motorsport 935 aus dem Jahre 2019. Das Ganze ist eine Hommage an den 935-78 oder auch besser bekannt vielleicht unter seinem Nicknamen Moby Dick. Wird der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist auch ein Rennwagen, der in sehr, sehr vielen verschiedenen Rennspielen vertreten ist, unter anderem auch in Motorsport 7. Und ja, daran ist dieser Wagen hier eben eine Hommage. Hier steckt, wie gesagt, sehr viel GT2S drin, dementsprechend ist auch der Motor. Selbiger 3,8 Liter 6-Zylinder Boxer Biturbo-Motor mit 700 PS sowie 750 Newtonmeter Drehmoment. Es ist allerdings ein ziemlicher Leichtbau. 1,38 Tonnen wiegt dieser Wagen hier gerade mal. Und preislich beginnt der Wagen bei etwa 700.000 Euro, was für so ein Aggregat tatsächlich relativ wenig ist. Und jetzt stellt Ado da sich vielleicht die Frage, Moment, preislich beginnt der Wagen bei 700.000 Euro. Ich denke, das ist ein Einzelstück, irgendwie so ein Unikat, was Porsche auch ganz gerne mal baut. Nein, ist es nicht. 77 Stück wurden davon gebaut von diesem Aggregat hier. Konnte man sich halt, wenn man eine der Glücklichen war, tatsächlich einfach kaufen. Also wie gesagt, kein Einzelstück hier. Das Ganze ist zu einem großen Teil, wie gesagt, eine Hommage an Moby Dick eben. Es gibt allerdings noch ein paar andere Elemente, die an andere Porsche-Modelle angelehnt sind. Und dafür gehe ich mal vielleicht kurz in den Fotomodus, weil man es gerade auch ganz schön sieht. Hier diese LED-Leuchten sind an den Porsche 919 angelehnt, also an den Le Mans-Prototypen. Die Endrohre an den 908. Die Außenspiegel sind vom RSR geborgt worden. Und die Radhausentlüftungen vom GT3 R. Das Lenkrad ebenfalls, was wir gesehen haben, ist auch vom GT3 R. Also hier steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel Motorsport von Porsche drin, kann man an der Stelle mal auf jeden Fall sagen. Und ja, ich hoffe, er wird sich auch dementsprechend so fahren mit vielleicht dem einen oder anderen Tuning-Potenzial noch. Das wäre an sich eine sehr, sehr coole Option, aber dazu kommen wir natürlich dann später. Ich gehe jetzt vielleicht nochmal kurz ins Interieur, damit ihr auch das Lenkrad und allgemein auch die Armaturen und so weiter alle nochmal
seht. Und das ist auf jeden Fall ganz geil, auch dass wir hier jetzt im Dashboard eben die Rundenzeit haben. Bei dem Sprint ein bisschen lächerlich, ehrlicherweise. Aber es ist schon sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Hier in diesem Modell. Man merkt auf jeden Fall, wie gesagt, wie viel Motorsport hier drin steckt. Und das wirklich an allen Enden. Und den Jackpot habe ich fast bekommen. Denke kurz ein bisschen aufmachen. Immer noch nicht bekommen. Okay, cool, müssen wir neu abfahren. Na gut, dann nicht. So, jetzt aber komm. Round the outside in der letzten Kurve. Easy. Gar kein Problem. Also, ich merke auf jeden Fall hier schon, dass wir im Fahrverhalten wirklich bei einem absoluten Track-Monster sind, definitiv. Deswegen könnte die Rundzeit auf der Teststrecke auch sehr interessant werden. Und genau dort würde ich sagen, gehen wir mit dem Porsche jetzt mal direkt hin. Damit steht der 935 an der Startlinie und fährt hier los. Und ja, man merkt am Getriebe direkt schon, wie sehr dieser Wagen hier für den Motorsport ausgelegt ist. Also die 7-Gang PDK, also Doppelkupplungsgetriebe von Porsche, was wir drunter haben, ist wahnsinnig kurz, unfassbar knackig. Aber das große, große Highlight ist natürlich in der Kurvenlage. Wie gesagt, er ist super leicht. Unter 1,4 Tonnen wiegt dieser Wagen hier. Dazu eben noch diese Aerodynamik und die Fäuste greifen. Das sollte hoffentlich dann kein Wunder sein, wie sehr dieser Wagen hier in den Kurven überzeugen kann. Und ja, zusätzlich dazu eben noch diese 700 PS, die ihn auf der Geraden nach vorne schieben, sorgen hier für ein sehr, sehr krasses Gesamtkonzept definitiv. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen, wo ich sogar fast von ausgewöhnt bin, dass wir hier in der Performance, in der Rundenzeit vielleicht sogar über GT3-Wagen sind. Das wäre jetzt für mich persönlich nicht unbedingt verwunderlich, aber dazu müssten wir mal vielleicht einen GT3-Wagen im Spiel haben, damit man das Ganze mal gegenchecken kann. Zwinker Smiley am Playground Games an der Stelle. Aber ja, auch die Bremsleistung ist sehr, sehr gut. Durch den Motor, den wir natürlich auch hier weiterhin hinten haben, haben wir auch wahnsinnigen Grip auf der Hinterachse, dass du aus Engkurven raus auch super gut beschleunigen kannst. Also, wie gesagt, hier gibt es eigentlich am Fahrverhalten, würde ich jetzt persönlich sagen, nichts wirklich zu meckern. Er ist super agil auch noch dabei, was ja schon irgendwo eine Herausforderung ist, bei einem Heckmotor den Wagen auf der Front noch so agil zu behalten. Aber man hat es hier auf jeden Fall sehr, sehr gut geschafft, eine wahnsinnig gute Balance hinzukriegen zwischen Stabilität und Aggressivität. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, was nicht viele Fahrzeuge auf dem Level hier schaffen. Das definitiv. Ich denke, der große Killer wird echt die Speed auf der Geraden sein, vor allem die Topspeed dann dementsprechend, weil es ihm da wahrscheinlich dann doch durch die Aerodynamik, die er hat, ein bisschen die Luft ausgehen wird, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Er kommt mit 304 km/h über die Ziellinie. Und er setzt eine Zeit von 2 Minuten 7,774 und ist damit beim Königsegg Jesko. Was schon mal sehr, sehr krass ist. Der Jesko hat allerdings natürlich auch hier im Spiel mit einer etwas unterlegenen Kurvenlage, würde ich sagen. Wenn wir von Mille uns dann auf ein ähnliches Level begeben wollen, dann sehen wir dann in der Ferrari und in Senna, die beide eine halbe Sekunde bzw. eine Sekunde schneller sind. Woran liegt das denn? Ich denke, es ist relativ simpel zu erklären. Ein Großteil vom LI, den der Wagen kriegt, ist wahrscheinlich einfach durch die krasse Kurvenlage. Und der Senna und der LaFerrari ziehen oben raus einfach noch mal besser. Die haben natürlich nur Semi-Sticks, ja. Ich denke allerdings, der 935 würde mit Semi-Sticks nicht großartig langsamer sein. Deswegen diese krasse Kurvenlage, die er hat, hilft ihm auf der Teststrecke relativ wenig. Muss man an der Stelle auf jeden Fall ganz klar sagen. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich denke, mit Semi-Sticks wäre er nicht wirklich langsamer und hätte dementsprechend auch eine Zeit, die sein Mille vielleicht ein bisschen mehr nochmal gerecht werden würde. Das kann auf jeden Fall sehr gut sein. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen ins Tuning und gucken mal, was alles bei diesem Aggregat hier so möglich ist. Wir können einen Swap machen auf einen Racing V12. Was sie ja gefühlt hätte, wäre der 12-Zylinder Boxer aus dem 917. Das wäre geil gewesen. Aber leider nicht.
Wir können ihm Semislicks geben. Lassen wir jetzt allerdings mal sein, würde ich sagen. Reifen 2,75er vorne auf 3,15er maximal. Und hinten 3,10er auf 3,45er. Wir gehen mal auf 3... Oh, wobei, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen mal auf die maximale Breite. Und wenn es geht, machen wir hier eine 1000 PS Maschine draus. Einfach aus Prinzip. So. Ha? Er hat... Sag mal bitte, dass er ein Rennfahrweg wenigstens hat. Okay. Ich bin sehr verwirrt, dass wir keine... Dass wir keine Rennbremsen haben. Das ist strange. Auspuff. Ja. Da ist doch die aggressive Note, die wir haben wollen. Nee, das machen wir aber nicht. Aber wie gesagt, ich würde gerne auf 1000 PS hochgehen. Das würde ich fühlen. Jetzt ist die Frage, kommen wir da genau hin? Wahrscheinlich nicht, oder? 1005 ist auch okay. Formel E perfekt bei 998. Obere S2-Klasse. Ich bin sehr gespannt. Jetzt, ich gehe davon aus, wir haben einstellbare Aero. Würde mich extrem irritieren, wenn dem nicht so wäre. Aber müssen wir natürlich gegenchecken. Ich denke, Design wird es nur eins geben, oder? Ja. Wir haben aber zwei Farbgruppen. Okay, einmal die normale Farbe und das zweite. Ah ja, Außenspiegel und Flügel. Weil man die ja nicht anders lackieren kann, ne? Muss ich nicht verstehen, aber ist okay. Ich denke mal, es wird eine Martini-Delivery geben. Ja. Oh, die würde ich ja auch fühlen. Rodman Racing Livery? Geht eigentlich immer. Auf dem Porsche. Die Martini-Livery ist mir ein bisschen zu Mainstream. Ich würde sagen, wir nehmen wirklich die Rothman oder Rotman-Livery. Finde ich doch sehr schick auf jeden Fall. Und ist mal was anderes. Definitiv. Okay, das sieht schon böse geil aus. Ich würde mich jetzt trotzdem gerne mal kurz nach anderen Felgen umschauen, weil die passen jetzt zu dem Design irgendwie nicht mehr so. Ob wir da irgendwas finden, was in die Racing-Richtung rübergeht. Okay, die sind schon schick irgendwo. Das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Ihr wisst, wie... Ich ändere ja relativ selten die Felgen, ich weiß auch warum. Weil dann ist die halbe Folge schon weg. Oh, die passen ja auch. Oh, die passen sehr gut sogar, finde ich. Naja, 19 Zoll machen wir aber nicht draus. Vielleicht hinten. Ich gucke mich mal noch weiter um. Aber ich bin grundlegend ein Fan von den Felgen. Definitiv. Aber hinten ein Zoll größere Felgen haben wir jetzt vorne. Ist auf jeden Fall auch ein richtiger Call, würde ich sagen. Das sieht dann doch ganz schick aus, definitiv. Motegi Racing. Ja, weiß ich jetzt nicht. OZ. Geht halt auch. Also es passen viele Felgen auf den Wagen, finde ich. Doch, ich würde sagen, wir nehmen die hier. Die passen.
Ja, hat was. Nehmen wir so. Ich meine, die Felgen, die er serienmäßig drauf hat, die sind natürlich auch ein bisschen hommagetechnisch dann angelehnt an den, an, mein Gott, Moby Dick eben. Aber brauchen wir ja nicht. Wenn wir schon ein bisschen moderner jetzt unterwegs sind, dann können wir auch ein bisschen modernere Felgen draufschmeißen. By the way, ein kleines Detail, was vielleicht der eine oder andere noch gar nicht gesehen hat. Die Reifen sind tatsächlich Michelin-Reifen. Sehr cool auf jeden Fall. Würde ich mir öfter wünschen. Einfach lizenzierte Reifen. Alter, ist das böse, wie der nach vorne geht. Einfach lizenzierte Reifen für mehr Fahrzeuge. Warum nicht? Wenn's denn geht, warum denn nicht? Fahren wir Kolossus? Wir fahren Kolossus. Ich fühle das jetzt irgendwie. Ich glaube eh, dass ich nicht wirklich sonderlich viel an dem Wagen einstellen muss. Und deswegen fahren wir jetzt Kolossus. Auch wenn ich vielleicht auf die Fresse kriege, weil ich keine Topspeed habe. Das ist mir jetzt egal. Wir gehen noch kurz ins Feintuning rein, weil ein paar Feinheiten können wir vielleicht trotzdem noch machen. Sowas wie Bremsen eben. Ey, das Design ist so geil einfach. Ohne Scheiß, der 935 ist so der Wagen, von dem ich am wenigsten überzeugt war, als er angekündigt wurde, als das Update angekündigt wurde. Aber der holt mich gerade ab. Und zwar volles Produkt. So, wie gesagt, wir machen nur so ein paar Feinheiten. Weil ich denke einfach, viel mehr wird nicht benötigt werden. Oh, ein bisschen mehr Downforce overall. So. Jawohl. Und go. Gucken wir mal, ob wir hier gegen Divo und Co. eine Chance haben. Er hat halt echt nicht so viel Wheelspin. Also du kannst halt echt am Start voll durchtreten. Ein bisschen Wheelspin hast du, ja, aber nicht so viel. Oh ja, Kurbellage ist strong. Kurbellage ist sehr, sehr stark, definitiv. Ja, ich vergesse immer bei Kolossus, dass es da so früh rechts rum geht. Ich dachte, wir fahren da die reguläre Route immer. Von dem Rundkurs auch unter anderem. Aber nein, tun wir nicht. Könnte ich mir irgendwann vielleicht auch mal merken. Oh Gott, noch hier geht's links rum. Ich fahre Kolossus halt so selten, ey. Man merkt's vielleicht. Weiß ich nicht. Wie gesagt, viel mehr muss ich auf jeden Fall nicht ändern an dem Wagen. Das ist richtig gut. Wir haben halt in der Topspeed auf jeden Fall einen Nachteil. Wie man sieht. Ich denke auch, die langsamen Kurven werden mir nicht so unendlich viel helfen. Es sind eher die schnellen Kurven, die nicht punkten wert. Wobei auch das so ein CLK Force Edition halt sehr gut kann, definitiv. Muss man so sagen. Was haben wir da vorne? Pagani? Ja, Pagani Huayra Forza Edition. Ja, aber mit der Abgasanlage hat man auf jeden Fall den richtigen Sound jetzt. Chat will. Warum bin ich die ganze Zeit beim Chat immer? Nein! Wisst ihr, wo ich den Wagen sehen würde? Wenn ihr jetzt sagt, im Gelände, dann habt ihr keinerlei Kreativität. Ihr habt zu 100% recht, aber ihr habt keine Kreativität. Nein, also wirklich, ich glaube, das hier könnte ein sehr geiler Offroad-Aufbau auch werden. Mit Allrad.
Also wenn wir irgendwann in einem halben Jahr mal einen zweiten in der Garage haben, also im Spiel, in der Realität habe ich natürlich drei, dann machen wir einen Valley-Aufbau, safe. Aber ich glaube, mit dem Wagen werde ich wieder in das Phänomen reinkommen, dass ich zu viel will, dass ich dem Wagen ein bisschen zu viel sogar zutraue. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Okay, jetzt werde ich erstmal gar kein Land sehen. Auf dem Abschnitt. Aber überhaupt nicht. Na, aber wir haben ja schon ein paar schnelle Kurven, die sehr, sehr gut funktionieren auf jeden Fall. Falls der ein oder andere sich im Übrigen fragt, was mit meiner Stimme los ist, ja, ich bin ein bisschen krank. Aber jetzt nicht irgendwie, dass ich mich krank fühle, deswegen wollte ich jetzt ja trotzdem die Folge aufnehmen und auch viele, viele weitere Folgen, weil nächste Woche bin ich ja beim Event von Mike Stiefelhagen in Osnabrück. Und dafür muss ich ein bisschen vorproduzieren. So, komm her, Pagani. Na, über die Sperrstraße könnte ich ihn kriegen vielleicht. Wenn ich hier gut um die Kurve komme. Nope. Bitter. Na, hätte ich wahrscheinlich voll durchgehen können. Oh, jetzt haben wir ihn. Easy. Geschmeidig mit 3,40 oder was warten vorbei. Oh Gott. Aber jetzt müssen wir natürlich auch erstmal vorne bleiben. Ist in Force im Regelfall relativ einfach, muss man sagen. Wenn du einmal vorne bist, dann sind die Drivatare irgendwie ein bisschen langsamer. Aber ich kann natürlich trotzdem noch grundlegend jede Kurve vergeigen. Definitiv. Nee, nicht driften bitte. Mach mal nicht. Ah, wir haben auch, sehe ich jetzt erst, wir haben auf dem Dach so eine, wie ist es denn nochmal, Gurney Flap, glaube ich. Diese minimale Erhöhung auf der Fahrerseite. Ich meine, das war eine Gurney Flap. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich finde aber, ich muss mal allgemein eine Sache sagen. Dieses Update zeigt einfach mal wieder, was Porsche und Player Games für eine unfassbar geile Partnerschaft haben. Also ohne Witz. Dass wir sowas bekommen wie den 935 oder den Mission R, das ist schon crazy. Also deswegen habe ich auch keine Zweifel, dass sowas wie ein GT3 RS wird kommen, definitiv. Wenn nicht in Horizon 5, dann im neuen Motorsport. Ich würde das ja fühlen, wenn wir wirklich den GT3 RS und den Turbo S im gleichen Update bekommen würden. Weil der Turbo S, der 992, das ist immer noch, glaube ich, von der 992er-Reihe mein Lieblings-11er. Oder allgemein kann das mein Lieblings-911er sein. Ist halt, er setzt halt die richtigen Kanten, finde ich. Aber klar, GT3 RS ist natürlich auch ein super brutales Aggregat. Also gerade wenn man sich den GT3, den RSR anschaut dann. Dann siehst du schon mal ganz genau, wie viel Rennwagen im GT3 RS hängt. Und wo dort alles herkommt. Aber ja, wie gesagt, also früher oder später werden die kommen. Safe. Wobei, beim Turbo bin ich mir nicht sicher.
Was mich halt immer noch irritiert, ist, dass wir keinen Serien 964 haben. Das wundert mich immer noch. Wir hatten in Motorsport 7 einen. Diesen Leichtbau. In Horizon immer noch nicht. Wir haben da ja nur den von Hoonigan. Der halt ein 964 ist. Aber wie gesagt, jetzt nichts, was irgendwie von Porsche selber vom Werk auskommt. Oder gekommen ist, besser gesagt. Das ist ein bisschen komisch. Ich meine, man muss halt auch sagen, mal angenommen, jetzt ein GT3S und ein 964er Modell würden noch kommen. Du hättest halt echt ein paar Leute, die dann schreien würden, boah, schon wieder ein 911er, das kann doch gar nicht sein. Wir haben viel zu viele 911er im Spiel, so wie das ja auch beim Mustang immer der Fall ist, dass da auch immer geschrien wird. Auf der anderen Seite, naja, der 911er ist halt eines der ikonischsten Modelle aller Zeiten und wird mittlerweile, wie lange gebaut? 60 Jahre? Ich meine irgendwas um die 60 Jahre, also ja, dass wir davon viele Modelle im Spiel haben, ergibt irgendwo nur Sinn, finde ich. Und wie gesagt, dass eine komplette Generation ausgelassen wurde, finde ich nicht nur weird, sondern auch sehr schade. Oh Gott. Ja, für die Kurven müsste ich ihm halt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Downforce geben, aber ich finde, wir haben jetzt gerade echt einen guten Mix aus Kurvenlage und Gerade. Definitiv. Jetzt haben wir noch den Pagani hinter uns, der leider wieder ein bisschen aufgeholt hat. Come on. Das sind unsere Kurven hier. Die kennen wir, nur andersrum. Da wissen wir, die schafft der Porsche voll. Easy. Ja, okay. Die vielleicht nicht unbedingt, weil wir ein bisschen mehr Speed hier reingenommen haben, gerade als andersrum. Okay, jetzt geht es erstmal lange geradeaus. Das wird jetzt schwierig, aber wir haben ja trotzdem, wie viel? 380 km/h Top-Speed? Das ist ja jetzt auch nicht wenig. Und genau das meine ich halt. Wie gesagt, mit mehr Downforce werden wir in den Kurven noch krasser. Ja, aber wenn dafür 20 km/h Top-Speed fehlen, hilft mir das wenig im Verhältnis. Oh Gott. Ja, der CLK ist auch nicht weit dahinter. Come on, Power. Da hat die Bremse gerade ein bisschen mehr reingekriegt, als ich dachte. Viel zu früh auf der Bremse gewesen. Nicht so viel im Gelände fahren. Mit Slicks eine scheiß Idee. Ich bin sehr froh im Übrigen, dass es nicht regnet. Wir haben Sturmjahreszeit, fahren Kolossus und wir haben noch keinen Regentropfen gehabt bisher. Das ist super. Weil Regen mit Slicks in der Realität eine sehr beschissene Idee. In Forza irgendwo auch. Nicht ganz so schlimm, aber in Horizon 5 bist du im Regen mit 10 bis 6 schneller als mit Vollslicks. Definitiv. Warst du in Horizon 4 auch. In Horizon 4 gab es nur wenige Fahrzeuge, die Slicks hatten. Deswegen ist es da nicht so unfassbar aufgefallen. Aber ich kann mich noch gut erinnern an eine Forza-Quartett-Folge. Wo Ray, glaube ich, einen FXX gefahren ist. Pluto war, glaube ich, in einem 599XX. Und ich weiß nicht mehr, was ich gefahren bin. Ich war auf jeden Fall vor mir ein gutes Stück drunter. Hatte aber Siebeslick greifen und wir hatten nasse Fahrbahn. Und ich habe halt relativ easy gewonnen. Auf dem engen Rundkurs in Ambicide. Deswegen, also klar, es ist nicht hundertprozentig realistisch.
Ansonsten würdest du mit Sticks im Ring halt gar nicht mehr vorankommen. Da hoffe ich ja, dass das im Motorsport dann der Fall ist. Aber gut, das muss man abwarten. Aber du hast zumindest trotzdem auch hier in Horizon diesen minimalen Unterschied zumindest. Die Kurve gerade hat exzellent funktioniert. Ich bin die genauso gefahren, wie ich es geplant hatte. Keine Frage. Na, come on. Das ist nicht mehr viel. Nur noch 2, 3 Kurven. Okay, sollte ich eigentlich haben? Ja, weil ich hier viel schneller durchkomme als er. Perfekt. Bin einfach Profi. Aber gut, der 935, der macht das halt auch echt einfach. Also, richtig gutes Fahrzeug. Definitiv. Macht mega viel Spaß zu fahren. Kann ich jedem von euch echt nur ans Herz legen. Und noch 90.000. Die brauche ich. Perfekt. Dann würde ich damit sagen, meine Damen und Herren, wäre es das mit dieser Ausgabe hier gewesen. Schreib mir gerne deine Meinung zum 935 unten in die Kommentare rein. Schaut auch gerne bei Ray vorbei, der wahrscheinlich schon eine Folge zu dem Wagen gemacht hat. Ray ist ja absoluter Porsche-Fan und wird euch zu dem Wagen wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr erzählen können, als ich das heute gemacht habe. Deswegen schaut auch gerne bei ihm vorbei. Wenn die Folge schon hochgeladen ist, dann habe ich sie einfach mal bestimmt in der Beschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über euch da oben ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!